Hallo zusammen, in dem heutigen Video möchte ich euch etwas über unsere neue KWT Arctic erzählen von der Firma Remco. Die KWT Arctic ist eine wettergeregelte Luft-Luft-Wärmepumpe mit einem integrierten Heizstab von 2 kW. Das Kältemittel ist R32. Die KWT haben wir einmal in zwei Versionen, einmal 240er und einmal 300er. Dabei unterscheiden sie sich wie folgt, und zwar hat die KWT 240 Arctic eine Heizleistung von 5,1 kW und eine Kühlleistung von 2,4 kW und die KWT Arctic 300 eine Heizleistung von 6,1 und dann eine Kühlleistung von 2,9 kW. Neu ist wie gesagt hier einmal der integrierte Heizstab von 2 kW und einmal unser neues Touch-Display. Im Standardlieferumfang haben wir jetzt eine Infrarot-Fernbedienung hier, wo man einmal die verschiedenen Modi einstellen kann, also heizen und kühlen. Dann haben wir die Temperaturen, dann haben wir drei verschiedene Lüfterstufen oder auch den Automatikbetrieb, sowie die Swing-Funktion der Lamelle und einmal einen Silent-Modus. Der große Vorteil ist jetzt hierbei, wie gesagt, dass es ein Monoblockgerät ist, das heißt, wir kommen komplett ohne Außenteil aus und können das quasi einmal dann an die Wand montieren, machen dann eine Bohrung für den Ein- und Auslass und können das Gerät quasi dann schon direkt in Betrieb nehmen. Der große Vorteil bei unserer neuen KWT Arctic Serie ist jetzt, dass wir einen Heizbetrieb haben bis minus 20 Grad und eine Kühlleistung haben von bis zu minus 5 Grad. Hier sehen wir jetzt einmal die Außenfassade. Bei unserer KWT Arctic handelt es sich um ein Monoblockgerät, das heißt, wir kommen komplett ohne Außengerät aus. Hier müssen lediglich zwei Kernbohrungen gemacht werden. Wir haben einmal die Variante in Kunststoff, einmal die Variante in Edelstahl. Die Kunststoffvariante ist unsere Standardausführung und die Edelstahlvariante ist einmal bei uns, um Zubehör zu erwerben. Der Vorteil ist nochmal, dass es gegen Wettereinflüsse nochmal besser schützt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und solltet ihr noch weitere Fragen haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.